Lampe anschließen für den Laien. So, auf jeden Fall vor allen Arbeiten den Strom abschalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst könnte doch mal was passieren, wenn das nicht so läuft, wie ihr euch das vorgestellt habt. Wer kein Elektriker ist, der hat natürlich so seine Probleme, wenn es darum geht, eine Lampe anzuschließen. Und Schaltpläne etc., das kann ja kaum einer lesen, wenn er es nicht gelernt hat. Und da gibt es dann so tolle Dinger wie sowas hier, kann man das sehen, oder sowas hier, oder vielleicht auch sowas hier, kann man sich alles ausdrucken, habe ich auch alles aus dem Netz gedruckt, aber wer kann damit wirklich was anfangen? Das sind doch die wenigsten. Wie ist denn die Realität? Die Realität sieht ja so aus, dass wir nicht so einen tollen Schaltplan hier aus der Wand hängen haben, sondern die Realität sieht so aus, dass aus der Decke oder aus der Wand solche Kabel rausgucken. So, und nun geht es darum, hier entweder, ja, ich sag mal, heute eine Lampe anzuschließen. So, ich will hier keine Elektrikererklärung machen oder sonst irgendwas, das liegt hier gar nicht in meinem Sinn, sondern die Realität, wenn man wirklich eine Lampe anschließen will oder ja, oder eine Steckdose anschließen will, wie auch immer. Die Realität sieht ja so aus, dass aus der Wand solche Kabel hängen. Das ist ja, ja, die Realität. Wer dann keinen Schaltplan lesen kann, und das können die meisten nicht, weil sie eben keine Elektriker sind, wenn wir alle Elektriker wären, dann bräuchten wir uns dieses Video nicht anzuschauen, ist ja klar. Die meisten können keine Schaltpläne lesen oder können nicht deuten, was überhaupt damit gemeint ist und sind dann somit ja, mehr oder weniger hilflos. Und sie wollen eigentlich nur eine kleine Lampe anschließen. So, da habe ich hier mal was vorbereitet. Und zwar sieht es ja so aus, dass ich sag mal jetzt hier so eine einfache Lampe anzuschließen. Da haben wir dann, muss ich das mal ein bisschen zurückschieben, so. Haben wir hier auf dieser Seite so vielleicht eine Lüsterklemme oder zwei Kabel raushängen. In einigen Fällen haben wir auch drei Kabel raushängen. Warum drei? Bei Metalllampen, sage ich jetzt mal, eine Fassung, die aus Metall besteht, da ist es dann erforderlich, dass man noch einen Schutzleiter hat. Aber darum geht es jetzt gerade nicht. Eine ganz normale Lampe. Zunächst sollten wir erstmal wissen, wenn jetzt wenn eine Fassung angeschlossen werden soll, nur die Fassung, was ist hier drin überhaupt Plus und was ist Minus? Das sollten wir schon mal wissen. Und das ist eigentlich ganz einfach zu sehen. Wir haben hier zwei Bleche drin. Kann man das mal so sehen? Das ist eine E27 Fassung, also E27 ist die Bezeichnung für die entsprechenden Birnen, die da reinkommen. Und ja, also es sind diese ganz normalen Glühlampen, die hier eingeschraubt werden. So, dann haben wir hier an der Seite ein Blech. Das ist der Minus. Und wir haben hier unten ein Blech. Das ist der Plus. Das kann man auch auf dieser Seite gut sehen. Braun oder schwarz ist immer der Plus. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Muss ich das mal ein bisschen ran? Ah, da ist noch ein Dings drüber, aber man kann es vielleicht, unten ist das Blaue, das kann man gut sehen, dass es ein bisschen heller schimmert. Und ich will jetzt hier die Isolierung nicht abmachen und oben ist das Braune. Oben, wenn wir jetzt reingucken, da, das ist der unten, das untere Blech und hier, das ist das an der Seite, das Blech, das ist der Minus. Also, falls wir nur so eine Fassung haben, ohne dass das schon so angeschlossen ist, dann immer nochmal, das untere ist der Plus und das Blech an der Seite, da muss der blaue angeschlossen werden. Also Minus in dem Fall erstmal. So, wie sieht es aus bei uns? So sieht es ja aus, da kommen drei Kabel aus der Decke oder aus der Wand. Und jetzt müssen wir das anschließen. Und ja, das geht im Grunde ganz einfach. Wenn es hier, so wie hier jetzt vorgegeben ist, dann muss man einfach nur
Braun an Braun und Blau an Blau anschließen. Den bräuchten wir in diesem Falle nicht, nur in diesem Falle nicht. Ansonsten würde hier der Schutzleiter noch irgendwo an der Fassung, wo es dann vorgegeben ist, am Gehäuse angeschlossen werden. Aber das ist bei Plastikgehäusen ist das nicht der Fall. So, weiter ist dann immer der braune, ist der Stromführende. Ja, wenn das jetzt so aus der Decke rauskommt oder aus der Wand, ist der braune der Stromführende und der blaue der, der zurückgeht. So, und wer jetzt noch einen Schalter mit irgendwo anschließen muss, der sollte wissen, dass der braune, also der Stromführende, immer unterbrochen wird. Ich habe mal irgendwo gesehen, dass irgendwelche Leute das falsch gemacht haben. Wenn jetzt das stromführende Kabel aus der Wand kommt und jetzt führe ich das jetzt einfach mal weiter, so in Gedanken weiter, und ich will jetzt hier noch einen Schalter anbauen und nach diesem Schalter meine Lampe. Dann habe ich schon gesehen, dass der Stromführende direkt dann angeschlossen wurde und der blaue geht ja dann in dem Fall zurück und der wurde unterbrochen. Das geht nicht. Die Lampe geht zwar aus, das ganze Ding steht aber noch voll unter Strom. Das ist ja klar, weil der Leiter geht so weit, bis er nicht mehr zurück kann. Bis da ist immer noch Strom drin. Das heißt, in der Lampe vorne ist auf jeden Fall dann noch Strom drin, auch wenn die Lampe ausgeht. Man hat dann nur den Stromkreis unterbrochen und nicht die Phase unterbrochen, also den Stromführenden unterbrochen. Das heißt, die Lampe geht zwar aus, wenn ich die Glühlampe dann aber rausdrehe und da reinfassen würde, dann würde ich auf jeden Fall einen Stromschlag bekommen. Also, es wird immer der Stromführende unterbrochen. Wenn man einen Schalter einbaut, immer den Stromführenden. In diesem Fall braun oder schwarz, wie auch immer. Der muss unterbrochen werden, nicht der hier, nicht der blaue. So, das habe ich mal irgendwo gesehen, dass das fälschlicherweise gemacht wurde. Und wie gesagt, die Lampe geht aus, aber das kann natürlich böse, böse enden. Wer öfter noch mal ein bisschen mit Strom rumbastelt, da empfiehlt sich immer so ein bisschen Werkzeug. Eine gute Zange, ein Cuttermesser vielleicht, ein Schraubendreher, ein Stromprüfer auf jeden Fall und so eine abisolierte Zange würde ich immer empfehlen, weil sich das Arbeiten hiermit deutlich erleichtert. Wenn man mit einem Cuttermesser arbeiten muss, diese Außenisolierung, dafür habe ich auch keine Abisolierzange, aber wenn man mit einem Cuttermesser arbeiten muss, dann absolut vorsichtig. Bei der Außenisolierung mache ich das dann immer so, dass ich das Cuttermesser hier drauflege und ganz vorsichtig einschneide, aber wirklich ganz vorsichtig. So ein bisschen drehen. So, nicht ganz reinschneiden. Weil, was passiert jetzt, wenn wir es nur angeschnitten haben? Diese Außenisolierung bricht hervorragend. Und zwar könnt ihr das jetzt sehen. Da bricht sie. Jetzt drehe ich das Ganze. Und da bricht sie auch. So, und dann ist die Außenisolierung schon ab. Das war's. Dann haben wir hier noch ein bisschen Schutzmaterial rum. Und fertig ist die Außenisolierung. So einfach geht das. Bei ganz alten Stromleitungen, die haben noch eine andere Beschaffenheit, diese Außenisolierung, da funktioniert das nicht so gut. Da muss man am besten mit einer entsprechenden Abisolierzange arbeiten. Aber hier geht das ganz gut bei diesen Kabeln. So, und für diese Phasen, für diese einzelnen Phasen, da kann man so eine Abisolierzange nehmen. Gibt es überall zu kaufen und die kann man dann hier entsprechend einstellen an der Seite, hier die Millimeterzahl, wie weit nachher das Kupferkabel rausgucken soll oder wie viel abisoliert sein soll. Ja, und dann hält man das Ganze hier nur so rein, kann man das so sehen, bis hier hinten an den Anschlag. So, ich zeige das mal und zack, ab ist er. Das geht super einfach, hätte ich nie gedacht, aber ist eine perfekte. Zack, ab und
Da nochmal. Und zack. Das war's. Als wenn man da lange rumpopelt mit einem Cuttermesser oder so. Ja. So einfach und schnell kann man Kabel abisolieren. So, hier kann ich es nochmal zeigen. Das ist eine originale Fassung, die ist so gekauft. Also da habe ich jetzt nichts dran geschraubt oder sonst irgendwas. Das ist der braune. Das ist also jetzt hier oben. Das ist hier. Das ist der braune. Und da geht er dann ran. Hier halte ich ihn fest. Der geht dann zur Mitte. Also falls mir jetzt keiner glaubt oder so, keine Ahnung. Und da ist der blaue. Der geht hier an der Seite. Da an das Blech von der Seite, also der Minus quasi. So, das kann ich hier wieder zusammenstecken. So. Und ja, das Anschließen geht dann ganz einfach. Eine entsprechende Lüsterklemme sollte man auf jeden Fall haben. Das sind diese Dinger hier. Die muss man dann auf der einen Seite aufschrauben, nicht zu weit, dass ihr die kleinen Schrauben verliert, aber so weit, dass das Kabel hier reinpasst. Und dann in meinem Fall jetzt, ich brauche den Schutz leider nicht, wenn aber so eine Dreier-Lüsterklemme vorhanden ist, würde ich es einfach mit anschließen. So, dann den braunen auf den braunen auch, also braun zu braun. So, reingesteckt, festgedreht. Und bitte, bitte, vorher, vielleicht habe ich es noch vergessen zu sagen, auf jeden Fall die Sicherung rausnehmen. Auf jeden Fall. So, den blauen auch dort rein. Und dann wird das Ganze, ja, das ist, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, dass das einfach das Kabel, was oben aus der Decke oder irgendwo aus der Wand rausragt und so, das ist fest und diesen machen wir natürlich auch noch mit fest, damit das hier nicht so rumhängt. So, und dann ist das schon fest. Und dann kommt hier nachher die Schutzkappe drüber. Hier ist ja meistens noch so ein kleiner Haken dran, der auch in der Decke vorhanden ist. Bei jetzt so einer Lampe, da hängt man das rein. Es gibt ja so viele tausend verschiedene Sorten von Lampen, daher wäre das jetzt hier unmöglich, alles zu erklären, wie die festgemacht werden. Aber in diesem Fall wäre es jetzt hier in der Decke hängt ein Haken und dann hängen wir das da rein. Machen die Schutzkappe drüber, die geht ein bisschen schwer. So soll es ja auch sein, damit die ein bisschen, oder nicht von alleine runterrutscht. Und ja, dann ist das eigentlich schon verschwunden. Dann ist das schon so, hier ist ja die Decke nachher drüber. Beziehungsweise, das ragt ja nur aus der Decke draus, hier, was hier unten ist und so sieht das dann aus und dann ist die Lampe eigentlich schon fest. So einfach ist das. Ich hoffe, dass ich da euch einen kleinen Einblick geben konnte, wie man jetzt eine einfache Lampe anschließen kann. Ich hoffe, dass ich euch einigermaßen zeigen konnte, wie man jetzt hier eine Lampe anschließen kann. Ganz einfache Sache, braucht man nicht jetzt unbedingt einen Elektriker holen, wer sich das zutraut und einen Schraubendreher zu Hause hat, der kriegt das auch gut selber hin. Da muss man jetzt nicht großartiges Wissen für haben. Ja, nochmal ganz kurz als Abschlusserklärung. Der braune ist der stromführende, braun oder schwarz. Ja, das ist immer unterschiedlich oder kann unterschiedlich sein. Der blaue ist der Minus und der grün-gelbe ist der Schutzleiter. Und das soll auch so angeschlossen werden, wie es hier bei der Lampe auch vorgesehen ist. Braun an Braun, Blau an Blau und den Schutzleiter auch an Schutzleiter dran schließen. Nicht irgendwie verdrehen, weil das gibt dann bösen Ärger. So, ich hoffe, euch ein wenig helfen zu können oder konnte euch vielleicht ein bisschen helfen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.